habe ich einen 3D-Drucker Typ D2 zur Verfügung gestellt bekommen und das nehme ich zum Anlass, mal grob einen Blick darauf zu werfen, was sich in den letzten Jahren in Sachen 3D-Druck für meinen Hausgebrauch so getan hat. Vor ziemlich genau 4 Jahren fand mein Erstkontakt mit dem 3D-Druck statt und als Vergleichsmodell dient der damals von mir getestete Bausatzdrucker. Selbst von Laien ist zu sehen, dass hier irgendwo Äpfel mit Birnen verglichen werden, aber beide Drucker sind Massenware ihrer jeweiligen Zeit. Während vom Auspacken bis zum ersten Druck vor 4 Jahren noch etliche Stunden vergangen sind, so schrumpft diese Zeitspanne beim Mingda D2 auf deutlich weniger als eine Stunde. Geliefert wird der D2 nämlich nahezu fertig montiert. Der Aufbau beginnt mit dem Verschrauben von Unterteil und Rahmen, an welchem anschließend Verstärkungen angebracht werden. Nun wird der Druckkopf und die Abdeckung am Motor der X-Achse sowie der Filamenthalter angeschraubt. Als letzter Schritt müssen nur noch die Kabel verbunden werden. Somit ist die Montage des Druckers bereits abgeschlossen. Beim Bausatzdrucker ist die Elektronik offen einsehbar. Im Bereich des Netzteiles sogar etwas zu offen im Hinblick auf die Isolierung der Netzspannung. Beim Mingda D2 ist alles sicher im Sockel des Gerätes untergebracht, die Kabel sind sauber verlegt und an den Kontakten des Netzsteckers kann kein bewegliches Teil scheuern. Das Justieren des Druckers ist bei beiden Modellen gleich. Zunächst werden beide Enden der X-Achse auf gleiche Höhe über dem Druckbett justiert, was durch manuelles Drehen der Spindeln der Z-Achse und mit Hilfe eines Distanzstückes geschieht. Dann wird das Druckbett an allen 4 Ecken auf niedrige Position gebracht. Nach dem Einschalten des Druckers wird die Z-Achse zum Endschalter gefahren, der Druckkopf per Hand zu den Eckpunkten bewegt, und über die Stellschrauben das Druckbett schrittweise angehoben, bis im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Druckbett und Düse hindurchgezogen werden kann. Die Prozedur an sich ist gleich geblieben, das Einstellen gelingt mit den großen Stellrädern am Mingda jedoch wesentlich komfortabler als bei dem 4 Jahre alten Drucker. Über eine Druckbettheizung verfügen beide Modelle, aufgrund der Isolierung und der leistungsstärkeren Heizung ist die Maximaltemperatur mit etwas mehr als 100 Grad Celsius beim D2 jedoch deutlich höher. Dabei werden 40 Grad Celsius nach etwa 2 Minuten, 60 Grad Celsius nach 3 Minuten, 90 Grad Celsius nach 5 Minuten, und schließlich 100 Grad Celsius nach etwa 6 Minuten erreicht, wobei die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio bei 15 Grad Celsius liegt. Gedruckt wurde damals auf Kreppband, eine übliche Methode, um eine halbwegs vernünftige Haftung der ersten Lage auf dem Druckbett zu erzielen. Der letzte Schrei diesbezüglich sind momentan kunststoffbeschichtete Metallplatten, die magnetisch auf dem Druckbett haften. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass selbst Objekte mit einer großen Grundfläche nach dem Druck bequem vom Druckbett abgelöst werden können. Ich persönlich habe die Plastikbeschichtungen an verschiedenen meiner Drucker meist früher als später ruiniert, besonders beim Entfernen der fertigen Drucke von der Platte, eine Gefahr, die bei diesem System nicht besteht. Weit verbreitet sind nach wie vor Glasplatten, die über Metallklammern auf dem Druckbett gehalten werden, eine simpel durchzuführende Nachrüstung, die ich auch für meinen alten Bausatzdrucker vorgenommen habe. Die Führung der Achsen am Bausatzdrucker erfolgt über Linearkugellager längs von 8 mm Rundstäben. Diese Konstruktion ist deutlich weicher
als die 20x20 mm Aluprofile längs derer die Achsen des Mingda bewegt werden. Der Anpressdruck der kugelgelagerten Kunststoffrollen kann über Exzenter eingestellt werden, was das Spiel minimiert, ein System, das sich in den letzten Jahren als Quasi-Standard im Hobby-3D-Druck etabliert hat und gut funktioniert. Die gesamte Konstruktion des Mingda ist bockstabil, somit muss der Drucker nicht jedes Mal neu justiert werden, wenn man das Gerät mal eben zu einem anderen Standort getragen hat. Auch dass ich den Drucker während des Betriebs gedreht und verschoben habe, um Videoaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven zu machen, ist am fertigen Bauteil nicht zu sehen. Beim Bausatzdrucker muss darauf geachtet werden, dass dieser auf einer wirklich ebenen Fläche steht. In den 4 Jahren, die zwischen den beiden Geräten liegen, waren Bowden-Extruder angesagt. Momentan geht der Trend allerdings zurück zum guten alten Direktextruder, wie er bereits beim Bausatzdrucker angebracht war. Ich bin ein großer Fan des Direktextruders, da dieser auch flexible Materialien drucken kann und selbst billigstes Filament mit stark schwankendem Durchmesser besser verarbeitet. Dem Trend hin zu immer kompakter gebauten Druckköpfen läuft der Mingda D2 nicht hinterher, was mir ebenfalls gut gefällt. Da die einzelnen Komponenten leichter zugänglich sind, sollte im Betrieb ein Fehler aufgetreten sein. Eine verstopfte Düse oder klemmendes Filament sind einfacher zu beseitigen, wenn die Teile besser zugänglich sind. Gut gefällt mir auch, dass die Führung des Luftstromes für die Bauteilkühlung nicht irgendwie an die Düse geknurzt, sondern mit recht großem Querschnitt versehen ist. Der Lüfter des Netzteiles ist temperaturgesteuert, bei Volllast allerdings deutlich zu hören. Die neueren Schrittmotortreiber auf dem Mainboard des Mingda sorgen dafür, dass die Antriebe der Achsen sehr geräuscharm arbeiten. Dank der magnetisch haftenden Platte auf dem Druckbett besteht beim Ablösen des Bauteils keine Gefahr, die Kunststoffbeschichtung zu beschädigen. Während beim Bausatzdrucker die MicroSD-Karte hinten am Gerät eingefummelt werden muss, ist der Standard-SD-Kartenschacht beim Mingda komfortabel an der Vorderseite zu erreichen. Der farbige Touchscreen des D2 mit einer Diagonalen von 8,9 cm reagiert sehr gut auf alle Eingaben und das Druckermenü ist übersichtlich, womit sich die Bedienung des Geräts sehr einfach gestaltet. Vor 4 Jahren waren 4-Zeilen-LCDs mit Knöpfen oder Drehschaltern State of the Art im Hobby-3D-Druck, was ebenfalls gut funktioniert, mitunter aber etwas mehr Zeit braucht, um zum Ziel zu kommen. Geändert hat sich auch die Zahl der justierbaren Parameter von möglichst viel hin zu weniger ist mehr. Sind die Maschinenparameter in der Firmware richtig gesetzt, so müssen diese im laufenden Betrieb auch nicht mehr geändert werden, was die Benutzeroberfläche einsteigerfreundlicher und übersichtlicher gestaltet. 3D-Druck kommt immer weiter aus den Bastelkellern heraus, Bedienkomfort wird höher eingestuft als die Möglichkeit, den Druck als solchen zu erforschen und zu verbessern. Apropos erforschen und verbessern, viele Hersteller, so auch Mingda, tun sich scheinbar schwer damit, den Quellcode der verwendeten Firmware inklusive aller vorgenommenen Änderungen zeitnah für alle Druckermodelle zu veröffentlichen. Die GPL-Lizenz der Marlin-Firmware, auf der auch die Firmware des Mingda D2 aufbaut, verpflichtet allerdings dazu. Vor dem Kauf eines Druckers sollte also darauf geachtet werden, dass die Firmware nicht nur als Binärdatei zum Download angeboten wird. Die von Mingda auf der Herstellerseite veröffentlichte Version des Source Codes ist für den D3 Pro, der allerdings das gleiche Mainboard wie der D2 verwendet, womit lediglich die Abmessungen des Druckbetts zu ändern sind. Die Druckqualität ist über die Jahre beständig besser geworden. Während der Bausatzdrucker nach wie vor brauchbare Resultate abliefert, so ist doch klar zu sehen, dass Stringing, also das Spinnen von Fäden, vor Jahren noch ein größeres Problem war. Das können aktuelle Drucker wesentlich besser. Wer mit PLA druckt, sollte damit keine Probleme mehr haben, wie der Mingda hier zeigt.
Beim Entfernen der Fäden ist das Bauteil aus dem Bausatzdrucker an zwei Stellen gebrochen, die Wandstärke beträgt nur 2 mm. Der Druckkopf des Mingda arbeitet wesentlich präziser, womit die Stabilität an dieser diffizilen Stelle höher ausfällt und hier keine Bruchgefahr beim Verschrauben des Bauteils besteht. Aufgrund des stabileren Rahmens und des präziser arbeitenden Druckkopfs kann der D2 die Bauteile mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit drucken. Während beim Bausatzdrucker 30 mm pro Sekunde mit einer 0,4 mm Düse und 0,2 mm Schichtstärke das Maximum für Außenwände darstellen, um brauchbare Resultate zu erzielen, gelingt das bei Mingda problemlos auch noch mit 60 mm pro Sekunde, wie hier zu sehen. Das PLA tritt auch bei dieser Druckgeschwindigkeit gleichmäßig aus der Düse aus und es ist kein Skipping des Extrudermotors festzustellen. Die 2 mm dünnen Wände werden schön gleichmäßig gedruckt. Bei gleicher Druckgeschwindigkeit sind die Ergebnisse des Mingda deutlich besser als die des Bausatzdruckers. 4 Jahre Entwicklungszeit, die zwischen den Geräten liegen, waren keine Zeit des Stillstands. Wer schlicht und ergreifend Bauteile für seine Eigenbauten benötigt, kann aber auch mit dem alten Bausatzdrucker brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich mag die Dinger nach wie vor. Schneller zum Ziel kommt man aber, wie bereits gesagt, mit dem D2, dem besseren Bedienkomfort sei Dank. Beim Bausatzdrucker mit zusätzlichem Aufwand nachrüstbar sind ein Filamentsensor und eine Funktion, die das Drucken nach einem Stromausfall fortsetzt. Beides ist beim Mingda schon serienmäßig vorhanden. Diese Features können den ein oder anderen Druckauftrag retten. Wie bereits angesprochen, sind Direktextruder wesentlich besser geeignet, unterschiedliche Filamente zu verarbeiten. Hier entsteht der Reifen für ein Roboterfahrzeug, den ich mit thermoplastischem Polyurethan, einem gummiartigen, sehr weichen Filament, drucke. Auch das gelingt einwandfrei, der Reifen passt auf die Felge. Soweit mein persönlicher erster Eindruck vom Mingda D2 und mein Rückblick auf 4 Jahre 3D-Druck. Fotos in hoher Auflösung, welche den Mingda D2 und die damit erzielten Druckergebnisse zeigen, sind wie immer auf meinen Seiten zu sehen. Klickt mal rein! Gedruckt habe ich für dieses Video die Teile für einen neuen Typ Rover, den ich im kommenden Video vorstelle. Und dass der 3D-Druck noch lange nicht ausgereizt ist, habe ich bereits in einem vorangegangenen Video mit einem umgebauten Bausatzdrucker gezeigt, der ohne Filament arbeitet. Mehr davon gibt's demnächst.